Es ruckelt schon wieder hier. Es bessert sich gleich. Ja, willkommen zurück. Wir sind heute auf der wunderschönen Strecke hier am Hafen von den Reichen in Monaco, Côte d'Azur. Und wir sind heute mit dem wunderschönen Chaparral 2J 1970 unterwegs, das Baujahr 1970. Und dieses wunderschöne Auto ist zum Lachen, vom Aussehen jedenfalls her. Und einige sagen, hässlich, eine lacht darüber, über diese wunderschönen Wagen, ne? Da rampel ich kurz einen Jaguar weg, weil meiner viel schöner ist. Ja, Côte d'Azur, jetzt kommen wir im wunderbaren Tunnel gleich rein hier, wo wir gleich die schönen Yachten der Reichen sehen werden, auf wenn wir rausfahren. Ja, so sieht der Wagen aus von außen. Habe ich ein bisschen die Kurve zu großzügig genommen. Jetzt kommt die Handelkurve. Da ramme ich kurz einen Ford weg. Da ramme ich kurz einen Ford fort. Ja, das ist der 2J 1970. Gleich kommt die Innenansicht. Ey. Irgendwie stimmt irgendwas nicht. Wenn ich Aufnahme mache, ist alles so mit Ruckeln und so. Und ohne Aufnahme natürlich nicht. Aber es liegt auch am Programm wahrscheinlich, weil das Fab zu viel Speicher verbraucht, was ich zurzeit laufen habe. Und der 2J70 beim Canadian American Challenge Cup der SCCA im Jahre 1970 lernte Chaparral aus den Fehlern, die man beim 2H bei der Umsetzung neuer Aerodynamik-Theorien begonnen hatte und entwickelte den 2J, der noch eigentümlicher anmutete als der 2H. Seine Bauweise machte ihn zum ersten Auto der Welt mit effektiver Bodenwirkung. Die unter dem fahrenden Auto hindurchströmende Luft wurde durch Lüfter am Heck hinausgesaugt und dann die Versiegelung des Bereichs zwischen den Seiten der Karosserie und dem Boden entwickelte sich ein massiver Anpressdruck, um die beiden Lüfter im Heck anzutreiben. Baute man zusätzlich zum normalen Motor einen luftgekühlten Zweitaktmotor aus einem Schneemobil ein. Chaparral nutzte Lücken im Reglement und verblüffte die Motorwelt mit dem 2J, der den Spitznamen Staubsauger erhielt. Neben seinem radikalen Aussehen waren auch seine Fahrleistungen Spitzeklasse. Er schlug den in jene Jahre unbesiegten McLaren M8D und holte sich die Pole Position im 7. Lauf in Road America und im 10. Lauf in Riverside. So, dann wollen wir mal den Ferrari überholen hier. Versuchen wir zumindest. Zielgerade. So, ich weiß noch zwei Runden. Und wir haben noch einige Autos vor uns. Aber die SCCA erhielt Beschwerde von Konkurrenten, die diese radikale Verbesserung fürchteten und untersagten kurz vor der Saison von 1972 den Einsatz von Motoren, die nicht das Fahrzeug antrieben, sodass der Chaparral 2J für immer in die Garage verschwand. Aus diesem Grund verlor Chaparral die Leidenschaft für den Canadian American Challenge Cup. Außerdem war man der Meinung, dass es unmöglich sei, die konventionellen Fahrzeuge von McLaren zu schlagen, und zog sich für einige Zeit aus dem Can-Am-Geschehen und aus allen anderen Rennaktivitäten zurück. Ja, das war die Geschichte von Chaparral, von dem 2J70, oder Chaparral, wo wieder ausgesprochen wird. Wir sind wieder in der Tunnelpassage, da kommen wir in die Yachten. Auf der linken Seite vom Fahrzeug, auf der rechten von der Kamera gerade, da sind sie. Und überholen auch ein Chaparral aus einem etwas älteren Modell, oder was neuerem Modell, weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf. Und dann sind wir auf den ersten Blick Erster, aber wir sind Dritter. Das werden wir noch im Laufe des Videos sehen. Ja, die Strecke ist wirklich schwer, vor allem mit so einem schnellen Boliden, weil man immer wieder bremsen muss. Der könnte noch schneller fahren. Aber durch die engen Kurven hier und diesen engen Kurs ist es sehr, sehr schwer, Erster zu werden.
Vor allem die ersten von denselben waren, zumindest der zweite und der erste fährt ein Toyota aus dem Jahre 1970. Den werden wir vielleicht noch ins Bild bekommen, wenn ich schneller bin hier. Wir sind jetzt oben auf der Passage. Es müsste jetzt die letzte Runde sein, wenn ich mich nicht irre. Ah, da hängt die Kamera ein bisschen mit hier. Ist ein bisschen alles verzögert hier. Aber es ist das beste Programm, was ich bis jetzt im Laufen bekommen habe hier auf meinem PC. Auf diesem PC zumindest hier. Ja, da war Bridgestone-Werbung, Pirelli, Bosch. Und wir kommen jetzt wieder in die Tunnelpassage vor uns über den anderen Chaparral 2J von 1970. Da sieht man ihn gerade eine Kurve rumfahren und davor sieht man den ersten, den Toyota von 1970. Werden wir auch noch fahren. Wenn ich das zeitlich schaffe. Und das hier ist ein Staubsauger wieder. Ja, ich grüße einen Kollegen, der hier über gelacht hat über diesen Wagen. Und zwar Adrian. Er weiß genau, wen ich meine. Und ich freue mich schon wieder, wenn wir mal wieder irgendwann zum Fahren könnten. Am besten hier Gran Turismo. Aber PS3 hast ja nicht. Ja gut, ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.